Ja, hallo meine Fresskollegen und hier habe ich nochmal wieder eine neue Sorte von den Minions Fruchtgummis für euch. Ja, ich habe ja schon die beiden anderen für euch getestet, die Veggies und die normalen. Hier haben wir jetzt einmal, ja, die Minions Schaumzuckerspaß oder Schaumspaß. Ja, also Minions Fruchtgummi mit Schaumzucker. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge normales Fruchtgummi. Ich mag eigentlich die Sachen mit Schaumzucker unten drunter nicht so gerne. Aber wir wollen mal probieren. Ja, es sind viele verschiedene Sorten hier enthalten. Wir haben einmal Banane, Zitrone, Apfel, Passionsfrucht, Himbeere und Kirsche. Und ja, ich zeige euch einfach mal ein paar davon in der Großaufnahme. So Leute, hier seht ihr ein paar von den Minions Schaumspaß. Ja, also sie haben hier unten drunter richtig so einen Schaumzucker. Ihr könnt das hier sehen. Und die wollen wir jetzt mal probieren. So, hier bin ich wieder und ich bin gespannt. Ja, ein blauer. Und es schmeckt sehr fruchtig, auch ein bisschen milchig wegen dem Schaumzucker unten drunter. Ja, das könnte Heidelbeere gewesen sein. Ja, dann nehmen wir hier mal. Gelb wird sicherlich Zitrone oder Banane sein. Einmal noch so einen länglichen blauen. Das ist, glaube ich, Kirsche. Sehr starker Kirschgeschmack. Ja, also schmeckt alles sehr, sehr fruchtig. Ja, man schmeckt aber schon diesen Schaumzucker unten drunter. Ja, also es ist sehr, sehr weich. Ich bin nicht der allergrößte Schaumzuckerfreund. Ja, wie gesagt, es schmeckt, wie gesagt, auch sehr, sehr ja, schaumig anstatt fruchtig. Dadurch tritt der Fruchtgeschmack ein bisschen zurück. Ich fand immer noch die erste Sorte, die normalen Fruchtgummis am besten, ja. Die Sorte immer noch besser als die Veggies, ja, aber trotzdem auch nicht wirklich ein Highlight. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihnen auch 6 Punkte geben. Ja, man kann sie gut wegsnacken, sie sind ganz lecker. Ganz okay, sage ich mal, aber nicht die beste Sorte von den dreien. Sie belegt aber auf jeden Fall Platz 2. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr findet und probiert sie auch. Und schreibt immer gerne Kommentare. Hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und ich freue mich auf euch. Tschüss!